Ulla Jakupoglu, Warum habe ich meine Tochter getötet? Von Hans-Dieter Grabe. Der Filmjournalist Kraft Wetzel und der Autor Hans-Dieter Grabe geben aber zunächst eine Einführung in dieses Werk. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, Herr Grabe. In unserem Dokumentarfilmfestival wollen wir uns heute mit einem Film beschäftigen, der von einem Türken handelt, der hier in Deutschland seine Tochter umgebracht hat und deshalb eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßt. Ein Türke als Verbrecher, als Mörder, das ist ein brisantes Thema angesichts der wachsenden Ausländerfeindlichkeit. Für Sympathisanten der Republikaner passt so ein Fall ja wunderbar ins Weltbild und von links könnte man ihnen genau das vorwerfen und sie fragen, warum sie nicht einen guten Türken vorgeführt haben, einen, der sozial integriert ist, der deutsche Freunde hat, der vielleicht sogar Schweinefleisch isst. Hat Ihnen dieser Fall politische Kopfschmerzen bereitet? Hatten Sie Angst, bei diesem Film politisch missverstanden zu werden? Ja, ich habe diese Angst gehabt, aber ich muss vorausschicken, dass ich von vornherein nicht diesen Film habe drehen wollen. Es war ein anderer, den ich machen wollte. Es sollte ein Film werden über eine junge Türkin, 18 Jahre alt, die ihren Vater erschossen hatte. Und zwar deshalb, weil sie Angst hatte, dass dieser Vater sie umbringen würde, wenn er erfährt, dass sie einen deutschen Freund hat, der noch dazu verheiratet war. Das Mädchen bekam 4 Jahre Jugendstrafe. Ich schrieb ihr Briefe in das Gefängnis. Ich erzählte ihr, dass ich gerne einen Film machen würde über sie. Ich hatte keine Angst bei dem Film, weil ich wusste, dass dieses wunderbar deutsch sprechende Mädchen eine Person wäre, mit der sich der deutsche Zuschauer gut identifizieren würde können. Mhm. Als sie rauskam aus dem Gefängnis, sagte sie Nein zu dem Projekt, weil sie Angst hatte, dass die Familie ihr Schwierigkeiten bereiten würde, vor allem der väterliche Teil der Familie. Dann hatte ich kurz zuvor in der Zeitung gelesen vom Fall Abdullahs, also von dem Vater, der verurteilt worden war zu lebenslänglich, weil er seine Tochter umgebracht hatte. Ich hatte mal überlegt, gut wäre es, 2 Filme zu drehen, über das Mädchen, über den Vater, 2 ergänzende Filme. Mhm. Jetzt blieb der Vater übrig. Ich hoffte, eine Art dokumentarisches Gemälde machen zu können über die ganze Familie Abdullahs. Gerade in der Hoffnung, dass eben nicht der Mörder übrig bleibt, dass der Mörder ein Teil ist des großen Films. Aber es zeigte sich, dass die anderen Mitglieder der Familie Nein sagten dazu. Die Mutter wollte nicht, der Sohn nicht, 16, 17 Jahre alt, nicht die eine Tochter, die mit einem Türken verheiratet war, nicht die andere Tochter, die mit einem Deutschen verheiratet war. Und übrig blieb Abdullah. Und ich näherte mich mit genau dieser Furcht diesen Dreharbeiten. Aber wir machten es einfach aufgrund folgender Überlegung. Es gibt so ein Rezept von Leuten, die gutwillige Filme drehen wollen und sich für diese Filme der positiven Menschen bedienen, der positiven Begebenheiten bedienen. Also integrierte Türken, Lammfleisch essen zwischen Türken und Deutschen und so weiter und so weiter. Das Problem ist nur bei solchen Filmen, dass dann diesen positiven Erscheinungen sofort von den Kritikern die anderen entgegengehalten werden können. Und immer wieder tauchen in unseren Zeitungen auf die Schlagzeilen, wo drin steht, Türken machen das und das, türkischer Vater ermordet seine Tochter. Und die würden dann sagen, was ihr mit eurem positiven Türken, das ist die Wahrheit. Dass das als Schönfärberei dann wahrgenommen werden würde. Und da dachte ich, greifen wir uns doch gleich den Mörder, dann nehmen wir den Gegnern den Wind aus dem Segel. Hinzu kommt, was mir vorschwebte, war ja ein Informationsfilm. Ein Film darüber, wie diese Menschen in der Türkei leben, welche Religion sie haben, welche Schulbildung sie haben, welche Gewohnheiten, Traditionen, welche Schwierigkeiten daraufhin hier auf sie warten. Und es ging ja darum, einen Film zu machen, der nicht als Lehrfilm daherkommt. Und so konnte ich dem Zuschauer sagen, hört mal zu,
wir zeigen euch heute Abend einen Mörder. Also ich appelliere auch in so einem Fall an die Neugier der Menschen. Und sie haben sich den Film angeschaut, nicht weil sie lernen wollen, weil sie informiert werden wollen, weil sie einen Mörder sehen wollen. Mhm. Aber nach dem Film werden sie eine Menge von Dingen wissen und gewusst haben, die sie vorher nicht wussten. Mhm. Und das Wissen, das Informieren ist, glaube ich, der Feind des Vorurteils. Und so glaube ich einfach, dass auf diese Weise der Film den Kritikern, die Sie erwähnt haben, hoffentlich nicht recht gegeben haben wird. Wir schauen uns diesen Film von Hans-Dieter Grabe, Abdullah Yakupolu, Warum habe ich meine Tochter getötet, aus dem Jahre 1986, jetzt an. Der Türke Abdullah Yakupolu. 1964 kommt er als Arbeiter in die Bundesrepublik. Fünf Jahre später holt er seine drei kleinen Töchter und seine Ehefrau aus der Türkei nach Deutschland. Sie wohnen in Andernach. Älteste Tochter ist mit 10 Jahren Berian. Sie und ihre Schwestern besuchen die deutsche Hauptschule. ...1980, als Berian 20 ist, verlässt sie mit einer ihrer Schwestern das Elternhaus. Beide leben daraufhin mit deutschen Freunden zusammen. Sie verloben sich. Die Schwester heiratet. Aber Berian heiratet nicht. ...1983 findet die Polizei in einer Grube im Garten des Hauses, in dem die Familie Yakupolu wohnt, die Leiche einer jungen Frau. Die Tote ist Perian. Ihr Vater, hier in Handschellen neben der Grube, gesteht, seine Tochter getötet und hier begraben zu haben. Abdullah Yakupolu wird zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Er befindet sich in der Justizvollzugsanstalt Dietz. Ben bundan sonra yaşasam da ahli vahli geçecek günlerim, ölse cezaevinde kalsam da, ölsem de. Wie und wo ich auch leben werde, meine Tage werden schmerzvoll sein. Neden ben kendi kızımı öldürdüm? Tabii ki bu bana büyük bir üzüntü veriyor. Zaman zaman kendimize geceleri ağlıyorum ve sebep neydi? Warum habe ich meine eigene Tochter getötet? Nachts wache ich auf, weine und frage mich das. Bizim yurt dışında oluşumuz Almanya'ya gelenlerin %80 yuvaları dağılmıştır. 80% der türkischen Familien, die nach Deutschland kamen, sind kaputt. In vielen Zeitungen lese ich, dass sich türkische Mädchen, zum Beispiel in Köln auf dem Bahnhof, genauso verwahrlost herumtreiben, wie meine Tochter es getan hat. Unsere Sitten und Gebräuche aber erlauben sowas nicht. Verglichen mit Deutschland sind wir 200 Jahre zurück. Ich hätte auch gern mehr Freiheit für unsere Familien. Aber unser Volk erlaubt das nicht. Ohne dass ich meine Tochter verheiratet hatte, konnte ich nie mehr in die Türkei fahren. Ich habe dort Verwandte, Brüder und Schwestern. Ich konnte ihnen nicht mehr ins Gesicht sehen. Drei Jahre lang habe ich den Verwandten in der Türkei keinen Brief mehr geschrieben, obwohl sie mir sehr viel geschrieben haben. Ich habe keinen ihrer Briefe beantwortet. Was hätte ich ihnen schreiben sollen?
Das hat mich auch sehr traurig gemacht. Drei Kinder habe ich noch. Eine Tochter, die einen Deutschen geheiratet hat, eine, die mit einem Türken verheiratet ist und einen Sohn, der noch zu Hause wohnt. Die Tochter, die den Deutschen geheiratet hat, lässt sich nicht mehr blicken. Der Schwiegersohn kommt auch nicht. Weder zu meiner Familie nach Hause, noch zu mir. Die andere Tochter aber, die mit dem Türken verheiratet ist, und mein Sohn besuchen mich. Mein Sohn ist sehr besorgt. Ich versuche ihn zu beruhigen und sage, es wird bald eine neue Gerichtsverhandlung geben. Er fragt, Vater, wann wirst du entlassen? Ich sage, dränge nicht, es wird bald sein. Er soll nicht sehen, wie hoffnungslos ich bin. Abdullah Yakupolu kommt aus einem Dorf am Schwarzen Meer. Ab seinem 6. Lebensjahr geht er, statt zur Schule, die es im Dorf nicht gibt, in die Moschee zum Religionsunterricht. Im Nachbardorf gab es eine Schule, wir nannten sie Lateinische Schule. Zwischen beiden Dörfern war ein Fluss. Im Sommer reichte das Wasser nur bis zu den Knien. Aber im Winter trat der Fluss über die Ufer und es war unmöglich, hinüberzukommen. Pfähle wurden über Kreuz in das Flussbett gerammt und Baumstämme darüber gelegt. So entstand eine Brücke. Aber wenn Hochwasser war und oberhalb unseres Dorfes Bäume gefällt und in den Fluss geworfen wurden, dann trieben die Bäume den Fluss hinunter und es passierte immer wieder, dass sie auf die Brücke prallten und sie mitrissen. Meine Mutter meinte zwar, lasst uns doch die Kinder in die Schule schicken. Aber mein Vater sagte, ich bin alt. Wenn sie in den Fluss stürzen, kann ich sie nicht retten. Sollen sie in die Moschee gehen? Wenn sie mal tot sind, werden sie nicht gefragt, wo, Entschuldigung, ist der Weg zum Scheißhaus, sondern wer ist euer Gott? Welche Religion habt ihr? Sollen sie in die Moschee gehen, sagte mein Vater. Ich schicke sie nicht in die Schule. Hinzu kam, Schreibzeug und Bücher für die Schule waren teuer und schwer zu beschaffen. Auch deshalb wurden wir nicht in die Schule geschickt. Von uns 7 Geschwistern ist niemand zur Schule gegangen. Der Einfluss meiner Erziehung hat nie aufgehört und wird nie aufhören. Mit 34 Jahren, als ich bereits 3 Kinder hatte, kam ich nach Deutschland. Nicht, um mich hier umerziehen zu lassen oder eine andere Religion anzunehmen. Ich kam, um den Lebensunterhalt für meine Familie zu verdienen, um zu sparen und um so schnell wie möglich in die Heimat zurückzukehren. 2 Jahre wollte ich nur bleiben. Aber ich habe nun mal kein Heroin und kein Haschisch verkauft. Ich war nur ein einfacher Arbeiter mit einem Stundenlohn von 3,90 Mark. Was konnte ich da schon sparen? Eine Urlaubsreise in die Heimat und das Geld war weg. So wurden aus 2 Jahren 5 Jahre. In der ganzen Zeit habe ich keine andere Frau angefasst. Ich bin verheiratet, habe ich mir gesagt. Und ich habe Kinder. Nach 5 Jahren holte ich dann meine Familie nach Deutschland. Aber letzten Endes habe ich mich doch in gewisser Weise verführen lassen, weil ich wollte, dass aus meinen Töchtern was wird. Dafür sitze ich jetzt hier meine Strafe ab. Diese Strafe hat mir Gott gegeben. Denn was sagt Gott im Koran? Enthüllt nicht die Köpfe eurer Frauen. Hier feiert seine Tochter Perihan mit Kolleginnen Fasching. Abdullah Yakupolu hat sie den Friseurberuf erlernen lassen. Auch ihre beiden Schwestern sollen Friseusen werden.
Von seinen Ersparnissen baut der Vater in der Heimat ein mehrstöckiges Haus, in dem er seinen Töchtern nach der gemeinsamen Rückkehr in die Türkei einen Friseursalon einrichten will. Hatten Sie mal Gelegenheit gehabt, den Vater von Perihan persönlich kennenzulernen? Ich hatte den Vater mehrmals persönlich gesehen, ja. Wir waren also unter anderem auch einmal bei ihm zu Hause gewesen. Das war am Anfang der Lehrzeit, wo die Perihan noch bei meinen Eltern arbeitete. Da waren wir also, oder der Vater war überglücklich gewesen, dass er also seinen Töchtern, wir hatten ja noch die Schwester von der Perihan bei uns beschäftigt, eine Stelle geben konnten. Und der war so froh und glücklich gewesen, hat uns also eingeladen zum Essen und in einer Idylle kann man nur sagen, dass der, also man hatte richtig die Freude von dem Mann gesehen, dass also die Kinder eine Stelle hatten. Ben çocukların daha grupta verirken ben bir yabancıyım. Benim doğru dürüst Almancam yoktur. Als ich meine beiden Töchter in den Friseursalon nach Kuft bei Andernach gab, sagte mir der Inhaber, einige deutsche Lehrlinge haben hier Kosmetikartikel geklaut. Ich habe sie rausgeschmissen. Wenn deine Kinder morgen klauen, was wirst du dann sagen? Ich gab ihm mein Wort, dass meine Töchter niemals klauen werden. Denn ich habe nie geklaut, also klauen auch meine Töchter nicht. Und meine Töchter habe ich unter Kontrolle, und zwar immer. Es ist die Pflicht des Vaters und auch der Mutter, die ganze Familie immer und überall zu überwachen. Das mit dem Schweinefleisch zum Beispiel. Sie durften also überhaupt kein Schweinefleisch essen. Und das war also auch strikt verboten gewesen. Und die hatten sich auch dran gehalten, die Mädchen, bloß eben durch den Kontakt, und sie war also auch viel im Herrensalon gewesen, und dann wird man schon mal aufgezogen, schon mal einen Witz oder einen Spaß gemacht, und letztendlich war es dann mal so gewesen, vielleicht nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, da hat sie auch schon mal ein Stück Fleisch was dran gebissen, und dann gab es natürlich schon den Höllenkrach zu Hause, weil die andere Schwester das dann immer zu Hause erzählte. Es gab jetzt bei tausend anderen Sachen, jetzt nicht nur mit dem Essen, jetzt zum Beispiel auch mit dem ganzen Verhalten, mit dem, wie sie sich anzogen, zum Beispiel schminken, das war also eine Sache, das war es auch nicht erlaubt gewesen. Und sie ging dann zu Hause immer weg, hat sich nicht geschminkt und kam ins Geschäft und hat dann ein bisschen drüber gemacht, weil sie das jetzt nicht musste von uns aus, sondern weil sie einfach Spaß gemacht hat, weil sie einfach gefallen hat, ein bisschen Schminke aufzutragen, und sie fühlte sich einfach wohler und besser da drin, ne? Und das war also keine Vorschrift jetzt von uns aus. Da können die Mädchen machen, wie sie es wollen. Aber sie war halt mehr uns angepasst, wie jetzt den Vorstellungen des Vaters. Nachdem wir Perihan in den Friseursalon nach Kruft gegeben hatten, fing der Inhaber dort an, Perihan ständig gegen mich zu beeinflussen. Und als sie 18 geworden war, sagte er zu ihr, jetzt bist du 18, jetzt kannst du machen, was du willst. Und solche Sprüche. Dauernd hat er gegen mich gearbeitet. Ich habe mich oft mit ihm gestritten und ihm immer wieder erklärt, wir sind Türken. Wir werden auf jeden Fall in die Türkei zurückkehren. Ich höre das türkische Programm von Radio Köln. Damals sagte unser Botschafter in seiner Neujahrsansprache, verehrte Landsleute, wir haben euch nicht in andere Länder geschickt, damit ihr eine fremde Staatsangehörigkeit annehmt, sondern damit ihr dort arbeitet, Geld verdient, einen Beruf lernt, eure Kinder studieren lasst und dann wieder in die Türkei zurückkehrt. Auch ich habe meine Kinder für die Rückkehr in die Türkei erzogen. Bei den Deutschen kommt es vor, dass schon 12- bis 13-jährige Mädchen ihre Jungfräulichkeit verlieren. Meinen Töchtern durfte sowas auf gar keinen Fall passieren. Nach der Schule oder nach der Arbeit hieß es immer, sofort nach Hause. Wenn wir jemanden besuchten, dann als ganze Familie. Perihan hat da oft kein Verständnis gezeigt. Und aufgestachelt wurde sie immer wieder durch ihren Chef. Wenn sie ihre Probleme erzählte, dann erzählte sie ihr meinem Vater die Probleme. Und mein Vater versuchte,
dann, wenn er es für richtig hielt und er also die Meinung von Herrn Peri auch verstehen konnte, versuchte er, ihr zu helfen. Und das war wohl nicht im Sinne des Vaters. Wie konnte er ihr helfen? Er konnte ihr eigentlich schlecht helfen, weil er oder weil der Vater überhaupt keinem eine Chance ließ, sich um so Sachen zu kümmern. Er konnte ihr praktisch nur helfen, indem er sagte, Mensch, es ist doch nicht so schlimm und praktisch mehr oder weniger, man kann da nur einen trösten. Ja? Man kann dann schon mal hinfahren und das hat mein Vater alles auch gemacht und ist dann hingefahren und hat gesagt, Mensch, hier, was ist denn los, das geht doch so nicht, wie behandelst du deine Tochter und dann wird er da rausgeschmissen. Ja. Du gehst da nicht mehr hin, verlangte ich. Perian widersprach. Ich werde doch wieder hingehen. Darauf habe ich ihr die Haare bis auf Streichholzlänge abgeschnitten. Wenn ihre Freundinnen sie fragen würden, sollte sie antworten, ich habe zu Hause Unfrieden gestiftet. Perian ist daraufhin zu ihrem Arbeitgeber gerannt. Ich weiß nur, dass mein Vater also schon mal dorthin gefahren war und er praktisch drohend das Grundstück verwiesen wurde, weil ins Haus durfte er es gar nicht rein. Das war also zum Beispiel mal, nachdem sie kam, war also auch geschlagen worden, habe die Haare abgeschnitten. Dann kam sie also montags zu uns. Das war ja normal kein Arbeitstag für die Friseure, aber sie wusste scheinbar, und dadurch kann man wohl auch sehen, dass sie sonst keinen hatte, dem sie irgendetwas anvertrauen konnte. Sie kam dann zu uns gefahren, setzte sich mit meiner Mutter, mit meinem Vater zusammen und sagte, ich halte es nicht mehr aus, ich kann nicht mehr da bleiben, was können wir tun? Ja. Und dann sind das natürlich Situationen, da muss natürlich einer eingreifen, das kann man nicht einfach so passieren lassen. Und das sind natürlich dann Sachen, die dem Vater nicht gefallen haben. Im Januar 79 nahm ich Perian und ihre Schwester aus Kruft weg und gab sie zu einem Friseur nach Andernach. Bei ihm konnte auch meine dritte Tochter ihre Lehre beginnen. Alle drei gingen jetzt schön gemeinsam von zu Hause zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause. Ich suchte damals nur zwei Friseusen. Aber Abdullah sagte, Karst, muss drei nehmen, muss sie alle drei nehmen. Ne? Zwei alleine, das nehmen drei. Sag ich, Abdullah, ich kann nicht noch eine mehr beschäftigen. Aber Abdullah war so hartnäckig, der kam jeden Abend hin und hat mich nachher gefragt, hast du überlegt? Und dann habe ich nachher gesagt, ja, ich nehme sie alle drei. Das Haus, in dem ich wohnte, liegt einsam außerhalb der Stadt. Die Mädchen fürchteten sich. Dass sie jetzt alle drei gemeinsam zur Arbeit gehen konnten, war für mich eine große Beruhigung. Er sagte mal, beim Einstellen der Mädchen, Karst, sie brauchen keine Angst zu haben, die Mädchen sind abends immer zu Hause, die haben keine Freundschaften, keinen Jungen, nichts, die sind immer zu Hause abends, immer ausgeschlafen, immer gut dran, die können gut arbeiten. Sind immer pünktlich, sind immer da. Brauchst du dir keine Angst zu machen. Am Arbeitsplatz fragten die deutschen Kolleginnen Perian: Hast du Freund? Nee. Warum? Ja, mein Papa nicht erlaubt. Oh, wei. Hajar, bunlar gelip eve haber ediyordu. Ben onlara söylüyordum, kızım bakın. Meine Tochter Hajar erzählte mir davon. Ich sagte immer zu meinen Kindern, lasst uns die guten Seiten der Deutschen übernehmen, die schlechten sollen sie für sich behalten. Auch Türken haben schlechte Seiten. Jedes Volk hat gute und schlechte Seiten. Nur, zu welchem Volk gehören wir eigentlich? In Deutschland sind wir die Gastarbeiter, die Ausländer, und in der Türkei sind wir die aus Deutschland. Wir stehen zwischen zwei Moscheen. Darum habe ich versucht, meine Familie nach türkischen Regeln zu führen. In Deutschland kann sich ein Mädchen einen Jungen schnappen und mit nach Hause nehmen. Wer ist das? Mein Freund. Für uns ist sowas unmöglich. Meine Frau und ich, wir sind seit 30 Jahren verheiratet. 8 Monate waren wir verlobt. In diesen 8 Monaten hat mir mein Schwiegervater nur ein einziges Mal erlaubt, meine Verlobte 5 Minuten allein in ihrem Zimmer zu sprechen. Nach 5 Minuten kam er rein und sagte, geh.
und ich ging. Alles das, was Sie, was die Kollegin hatten, mit Ausgehen, mit Freunde haben, mit Freizeit, hat die Peri ja nicht gehabt. Bei ihr war ja zu Hause alles wieder wie in der Türkei. So war es bei ihr in der Familie dann. Und Peri war im Grunde genau so gegen Türkisch wie der Vater gegen die deutsche Methode oder Erziehung war. Peri wollte frei sein, wollte die Möglichkeit, wollte in Deutschland bleiben, wollte von der Türkei nichts mehr wissen. Und dann kam es dann letztlich zu dem Ausbruch, wo sie von zu Hause wegging. Und dann halt zu diesem tragischen Fall. An einem Samstag im März 1980 kam meine Tochter Hadja nachmittags um 3 allein von der Arbeit nach Hause. Wo sind die beiden anderen, fragte ich. Vater, die sind schon um 1 von der Arbeit weg. Es war langer Samstag. Vielleicht kaufen sie ein, beruhigte ich mich. Es wurde 4, aber niemand kam. Da fuhr ich nach Bad Breisig zur Wohnung von Walter Kast, dem Arbeitgeber. Wo sind die Mädchen? Fragte ich ihn. Er fing an zu stottern. Ich sagte, die Gehälter der beiden Mädchen sind nicht bei der Bank eingegangen. Darauf er, ich habe ihnen Schecks gegeben. Jetzt wusste ich, dass sie abgehauen waren. Und warum hast du ihnen Schecks gegeben? Ich muss mich rasieren, sagte er und wimmelte mich ab. Der Vater, der kam abends, ich war zu Hause und stand er vor der Tür mit seiner Tochter, mit der einen Tochter, die nicht mit ausgezogen war, und frug mich dann, wo Perian und seine andere Tochter noch wäre. Ich wusste im Moment nicht, wo. Ich wusste, wo von Bad Breisig gehört, aber wo und wie, das wusste ich auch nicht. Und konnte ihm also so auch nicht weiterhelfen. Ich wollte mich selbst nicht da in eine Sache hineinbegeben, weil ich auf der einen Seite den Vater verstand, wie in der Familienzusammengehörigkeit, auf der anderen Seite die Tochter verstehen konnte oder die Töchter verstehen konnte, wie in ihrer Freiheit. Wenn man schon hier lebt, dann muss man auch mit dem Ganzen drum und dran leben. Und so konnte ich ihm dann nicht weiterhelfen. Er war natürlich sehr aufbrausend und dachte, ich müsste was wissen. Seine Töchter müssen wieder zurückkommen. Ich soll das veranlassen. Und er war sehr aufbrausend an dem Abend. Von dort bin ich nach Andernach zur Polizei. Der Kommissar fragte, wie alt sind die Mädchen? Ich sagte, die eine ist 20, die andere 18. Darauf er, die sind volljährig und können kommen und gehen, wann sie wollen. Nein, sagte ich, solche Gebräuche haben wir nicht. Das Leben der Kinder kann in Gefahr sein. Sie müssen mir helfen. Er widersprach. Meine Tochter Hadja machte eine ärgerliche Bemerkung. Daraufhin hielt der Kommissar die Tür auf und schickte sie aus dem Zimmer. Und zu mir sagte er, raus. Seit Perihan arbeiten ging, hat es nur Ärger gegeben. Und ihr Chef in Kruft hatte ja damit angefangen, sie aufzuhetzen. An diesem Abend schluckte ich Schlaftabletten, konnte aber trotzdem nicht schlafen. Ich habe die ganze Nacht geweint. Ich wusste, sie kommen auf Schwierigkeiten mit dem Vater, ne? Extreme Schwierigkeiten mit dem Vater. Das konnte man sich schon denken, ne? Peri hatte auch Angst davor, ne? Sie wusste schon, also, das ist eine gewagte Sache, was sie da macht, ne?
Aber trotzdem, irgendwie musste sie sich ja mal befreien. Sie musste sich ja mal irgendwie lösen. Entweder bleibt sie in Deutschland oder sie geht mit in die Türkei. Und das wollte sie in keinem Fall. Sie wollte nicht so leben, sie wollte sich nicht von dem Vater noch weiterhin dirigieren lassen und diese Verhältnisse wie in der Türkei mitmachen. Am darauffolgenden Montag ging ich zum Ausländeramt. Die haben mich nur beschimpft. Von da bin ich zur Kriminalpolizei. Der Kriminalpolizist sagte aber nur, in 3 Tagen kriegst du Bescheid. Da küsste ich seine Hände und sein Gesicht und flehte ihn an, ich werde noch verrückt, ich muss die Kinder wieder haben. An den Vorfall kann ich mich noch gut erinnern. Es war also so, dass dieser Herr Jakupoglu mich aufsuchte in der Dienststelle und mich zunächst um Rat fragte, was er tun könnte, um seine Töchter wiederzubekommen. Er erklärte mir daraufhin, dass diese Töchter, türkische Mädchen, von zu Hause ausgerissen seien. Und er war nach meinem Dafürhalten sehr aufgelöst und etwas verzweifelt. Und ich habe ihm dann die rechtlichen Grundlagen erklärt. Nach deutschem Recht sei es nicht möglich, über 18-jährige Personen gegen deren Willen ins Elternhaus zurückzuführen. Daraufhin wusste er sich auch keinen Rat mehr. Er kniete sich auf den Boden, versuchte, meine Hände zu ergreifen und diese zu küssen. Als Zeichen der Erniedrigung, ich sollte ihm helfen. Er wollte meine Wangen küssen, versuchte meinen Fuß zu nehmen und ihn auf seinen Kopf zu stellen als Zeichen der Erniedrigung und bat mich um Hilfe. Er würde alles tun, damit seine Töchter wieder zurückkommen. Bevor Perian von zu Hause ausgezogen ist, hat sie bei ihrer Arbeit im Friseursalon ihren späteren Verlobten kennengelernt. Ich wollte immer von ihr bedient werden. Ich hatte damals ihren Namen kannte. Am Telefon habe ich immer gesagt, von der mit dem komischen Namen, das war halt die Peri gewesen, ja. Und sie hat mir damals gefallen, aber ich wusste ja weiter nichts von ihr. Und irgendwann mal, das war nach Geschäftsschluss, ich bin da geblieben. Nein, stimmt nicht, ich bin kurz vor Feierabend reingekommen, habe mir noch die Haare schneiden lassen und ist dann über Feierabend hinausgegangen. Dann war mir, glaube ich, allein im Laden. Ja, und dann habe ich mich kurz mit ihr unterhalten und gefragt, woher bist du und was machst du so? Ja, und auf die Frage, woher kommst du, hat sie mir geantwortet, ich bin aus der Türkei. Ja, und da habe ich irgendwie noch juxtig genommen, meinte ich, du kannst doch nicht jeden Morgen aus der Türkei hier hinkommen, das geht doch irgendwo nicht. Ja, und dann meinte sie, nein, ich wohne hier in Andernach, ich bin aber eine Türkin. Meine ich, ja, kann man sich denn jetzt nach Feierabend irgendwann vielleicht nochmal treffen? Meinte sie, nein, das ist völlig unmöglich. Ja, und ich hatte ja auch keine Ahnung, davon habe ich gefragt, warum denn nicht? Wer soll denn da sagen, du darfst nicht? Ja, mein Vater. Und ja, ich habe mir immer noch einen Spaß draus gemacht. Meine ich, komm, dein Vater, ich kann mich doch mit dem unterhalten. Dann gehen wir irgendwann mal schön raus, gehen mal essen oder sonst irgendwas und kann ich mich doch mit deinem Vater drüber unterhalten. Nee, meins auf gar keinen Fall. Wenn du da hinkommst und der ahnt nur oder weiß, dass wir zusammen sind, dann ist riesengroßes Palaver, dann schlägt er mich und macht alles nur, dass wir uns nicht mehr sehen. Meine ich, nee, das wollte ich auf gar keinen Fall. Und ja, dann hat sie mir vorgeschlagen, dass wir uns so heimlich treffen. Und das war von mir aus damals. Also bei mir ging das damals sehr gut, weil wir bei uns in der Firma Kurzarbeit montags und freitags hatten. Und das waren dann die 2 Tage, wo wir uns dann während ihrer Mittagspause in Andernach im Café getroffen haben. Bin ich dann nach Andernach gefahren, haben uns im Café getroffen. Ja, da saßen wir 1 Stunde, 1,5 Stunden zusammen und dann bin ich wieder nach Hause. Ja, in der Zeit haben wir dann irgendwann mal, hat sie mich gefragt, ob ich das jetzt ernst meinte. Meine ich, ja, also ernst von mir aus schon, nur ich kann das wahrscheinlich nicht beweisen, weil wir uns immer nur die Stunde oder die 1,5 Stunden treffen. Ja, und dann meinte sie, du könntest mir eventuell doch helfen. Ja, und auf die Frage, wie, hat sie mir denn gesagt, versuch mir eine Wohnung zu besorgen. Meine ich, wie eine Wohnung zu besorgen? Ja, sagt sie, sie möchte gern von zu Hause abhauen und sie hat ja vom Geschäft aus nicht die Möglichkeit, eine Wohnung zu mieten oder sich mit irgendwelchen Leuten über eine Wohnung zu unterhalten, dann sollte ich das doch versuchen. Ja, und dann dachte ich mir, okay, dann zeigst du ihr halt, dass du ernst meinst, jetzt besorgst du deine Wohnung in Preisig. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Das hat gar nicht so lange gedauert. Und 2 Wochen später oder 3 Wochen später war, das habe ich die Wohnung hier gehabt und dann ist sie von zu Hause abgehauen. Nachdem die Töchter abgehauen waren, ließ ich den Rollladen vor dem Wohnzimmerfenster herunter.
bis hierher. So konnte ich alle, die zum Haus kamen, sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Dann zog ich die Stromleitung für die Klingel aus der Steckdose. Viele kamen an die Gartentür und drückten auf den Knopf. Als ich nichts tat, gingen sie bald wieder. Ich konnte mit keinem Menschen mehr verkehren. Wenn überhaupt, dann traf ich meine türkischen Landsleute nur noch im Café. In mein Haus habe ich keine Türken mehr reingelassen. Sie hätten mich nur gefragt, sind deine Töchter abgehauen? Was sollte ich darauf sagen? Anfangs lief alles einwandfrei. Wir haben sie zur Arbeit morgens früh gebracht, abends wieder abgeholt. Und ich habe zwar den Vater ein paar Mal gesehen, hat auch riesig Palaver am Auto gemacht, aber dadurch, dass die Peri damals in Andernach gearbeitet hat, direkt gegenüber vom Polizeirevier und da bei der Polizei auch noch Bekannte hatte, ist uns nie was passiert, weil jeden Morgen, wenn die kamen, standen so zwei Polizisten am Fenster oder an der Tür und haben aufgepasst, dass die reingingen, ja. Und abends, wenn sie rauskamen, das gleiche Spiel. Wie hat die Peri selbst ihren Vater eingeschätzt? Ja, sie hat mir immer gesagt, er ist unberechenbar. Einerseits hat sie wahnsinnig Angst vor ihm gehabt, hat ihn unheimlich gehasst. Ja, und dann hat sie mir auch wieder erzählt, ja, man muss ihn ja verstehen können irgendwo. Er kann ja auch nichts dafür. Er wird durch die anderen zu dem getrieben, was er damals gemacht hat, wie wenn er sie geschlagen hat oder sonst was. Dann hat sie immer, oder hat sie gesagt, ja, vielleicht war er auch manchmal selber schuld gewesen. Dann hat sie so getan, als hätte sie Verständnis für das Ganze. Ja, aber dann anders mal hat sie gesagt, ich hasse meinen Vater, ich verstehe nicht, das ist Wahnsinn, mit so Menschen kann man nicht zusammen sein. Wie ein Blitz ist die Nachricht in die Türkei gelangt, dass gleich zwei Töchter von Abdullah zur gleichen Zeit von zu Hause abgehauen sind. Für mich hieß das, ich konnte nicht mehr in die Türkei fahren, denn das war schlimm. Gleich zwei Mädchen auf einem Mal von zu Hause weg. Wenn sie heiraten, kein Problem. Aber abhauen und unverheiratet herumschwirren, da reden die Leute und machen gleich aus einer Fliege ein Kamel. Darum hatte ich einfach keinen Mut mehr, in die Türkei zu fahren. Wenn sie dort zu mir gesagt hätten, du hast es nicht fertiggebracht, deine Kinder zu kommandieren, mach, dass du wegkommst, dann hätten sie mich lieber gleich töten können. Er war in seiner Ehre in allem wahnsinnig verletzt und er wollte, dass die zwei Töchter wieder zurück nach Hause kommen und hat ihnen sonst alles was versprochen, ich schlag euch nicht mehr, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, ihr könnt von mir aus heiraten, ihr dürft Freunde haben, aber kommt wieder nach Hause, hat er immer wieder gesagt. Wenn ich, nachdem die Kinder abgehauen waren, in ein türkisches Café kam und grüßte, taten meine Landsleute dort so, als würden sie mich nicht hören und nicht sehen. Einmal saß ich im Café neben irgendeinem Türken. Es dauerte nicht lange und das Gespräch kam auf meine Töchter. Er fing an, mich lächerlich zu machen und zu beleidigen. Darauf standen ich und ein Bekannter auf und gingen. Ich sagte, der Mann hat mich beleidigt. Darauf mein Bekannter, komm am besten überhaupt nicht mehr in die Kaffeehäuser. Und wenn du unbedingt mal einen Kaffee trinken willst, dann halte dich abseits und verschwinde bald wieder. Da verstand ich, was für eine schlechte Meinung die Leute von mir hatten. Seitdem ging ich nicht mehr in die türkischen Cafés von Andernach, obwohl ich, da ich arbeitslos geworden war, von morgens bis abends Zeit hatte. Aber nur zu Hause herumsitzen gelang mir auch nicht. So fuhr ich nach Koblenz und ging dort in die Cafés. Zunehmend hielt ich mich nur noch da auf, wo mich niemand kannte. Perihan lebt mit ihrem Verlobten zusammen. Ihre Schwester, die mit ihr das Elternhaus verlassen hat, verlobt sich auch und heiratet. Perihan aber heiratet nicht. Wir haben uns das erste Mal mit dem Vater unterhalten. Das war fast ein Jahr später. Dann hat er uns mal zu sich nach Andernach eingeladen. Ja, zu Kaffee und Kuchen oder irgendwas, weiß ich nicht. Und da hat er gesagt, er akzeptiert das so, wie es jetzt ist, nur sollen wir heiraten. Das hat er immer wieder gesagt, damit
das Gerede in Andernach und überall aufhört, damit er wieder seine Ehre hergestellt hat. Ja, und darauf sind wir nicht eingegangen. Wir haben gesagt, wenn wir heiraten wollen, denn wenn wir das wollen und nicht, wenn wir das vorgeschrieben bekommen. Und das hat ihm wahnsinnig einen versetzt. Das haben wir ihm jedes Mal wieder gesagt, wenn er kam und hat gesagt, nur heiratet doch endlich. Haben wir gesagt, nein, wenn denn, wenn wir das wollen, aber nicht, wenn Sie das sagen. Ich sagte zu Perian, heiratet. Lass ein Foto machen mit dir, Lothar und seiner ganzen Familie. Und den deutschen Ehemann meiner anderen Tochter bat ich um eine Fotokopie der Heiratsurkunde. Mein Plan war, in die Türkei zu fahren und dort, wenn ich gefragt würde, zu sagen, die eine ist verheiratet und die andere, die Perian, ist verlobt, wird aber bald heiraten. Und dies ist die Familie ihres zukünftigen Ehemannes. Irgendwo war ein verängstigter Mensch, ein verstörter Mensch gewesen. Ja, der mir denn gesagt hat, wir sollen heiraten, damit er sein Gesicht wahrt. Als Perian mal bei uns war, sagte ich, meine Tochter Lothar hat zu mir gesagt, wenn ich mal heirate, heirate ich nicht dich, sondern Perian. Und im Übrigen geht dich das überhaupt nichts an. Das war, sagte ich zu Perian, eine Unverschämtheit. Selbst Hunde haben in Deutschland einen Besitzer. Und wenn sie keinen haben, kommen sie ins Tierheim. Du aber, sogar als Mensch, willst ohne Besitzer herumlaufen. Also tu was. Bedränge Lothar, heule, kreische, lass dir was einfallen. Bring endlich deine Heiratsangelegenheiten ins Reine. Bei seinen ganzen Freunden, bei seinen Bekannten, bei seinen Verwandten, überall. Überall, wo man hingehört hat oder wo wir später von erfahren haben, hieß es immer hier, dem sind die Töchter abgehauen, leben beide mit einem Deutschen zusammen, die eine später verheiratet und die Peri halt nicht verheiratet und dem seine Töchter sind Huren, haben sie sogar gesagt. Das ist ja in der Türkei so, wenn eine Tochter oder wenn eine Frau mit einem Mann zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein, dann wird die da unten als Hure oder sonst irgendwas betituliert. Als ich meine Tochter Hacer mit einem Türken verheiratete, wollte ein türkischer Hochzeitsgast mit Gewalt seinen Neffen aus dem Saal schaffen. Er stieß ihm eine Gaspistole in die Rippen. Da sagte ich, lass doch den Jungen in Frieden. Was willst du von ihm? Darauf packte mich der Kerl an der Jacke. Er war betrunken und schrie mich an, sei du bloß ruhig, deine Tochter ist eine Nutte und treibt es mit Deutschen. Nicht einer im ganzen Saal nahm mich in Schutz. Für alle war ich einer geworden, den man beleidigen konnte. Şimdi ben size Kur'an'dan şeyden bahsedeyim mi? Ich werde euch jetzt einiges aus dem Koran vorlesen. Erkeklerin kadınlar üzerindeki üstünlüğü. Die Überlegenheit der Männer über die Frauen. Ayet 34. Sure 4, Vers 34. Erkekler kadınlar üzerine. Die Männer stehen über den Frauen. Sie führen und beherrschen sie, weil Gott die Männer mit Vorzügen gegenüber den Frauen ausgestattet hat. Weil diese Vorzüge die Männer befähigen zum Führen des Heiligen Krieges, zur Religionslehre und zum Verwalten des Vermögens. Und weil die Männer mit ihrem Vermögen für den Lebensunterhalt der Frauen aufkommen. Die rechtschaffenen Frauen sind Gott gegenüber gehorsam und bewahren in der Abwesenheit der Männer ihre Unbeflecktheit und Ehre. Fenalık ve kecimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince
Die Frauen aber, die widerspenstig sind, warnt sie, meidet sie im Ehebett und wenn sie dann immer noch nicht gehorchen, schlagt sie leicht. Die Sure, das Licht, Vers 2. Im Namen Gottes, des Barmherzigen. Wenn eine Frau und ein Mann Unzucht begehen, dann bestraft sie beide mit je 100 Peitschenhieben. Habt kein Mitleid mit ihnen. Eine Gruppe von Gläubigen soll Zeuge der Bestrafung sein. Liebe und Heiraten sind keine Sünde. Wenn eine Frau aber unverheiratet herumläuft, dann ist das in den Augen unseres Volkes ein schlimmes Vergehen. Und schlimm für mich, wenn diese Frau die Tochter von Abdullah Jakopoulou ist. Was meine Tochter getan hat, entspricht einfach nicht den Sitten und Gebräuchen unseres Volkes. Perians Schuld war, dass sie von zu Hause abgehauen ist und nicht geheiratet hat. Ja, nicht zu heiraten, das war ihre Hauptsünde. Auch gegenüber dem Koran. Und dieses sündige Leben hat sie 3 Jahre lang geführt. Perian hätte ins Elternhaus zurückkehren oder heiraten müssen. Nur diese Möglichkeiten gab es, um mich vor den Menschen von der Schande zu befreien. Wie sollte ich sonst meine Ehre wiederherstellen? Jeden Abend nach Geschäftsschluss fährt Perian mit dem Bus von ihrer Arbeitsstelle zum Bahnhof Andernach. Mit dem Zug fährt sie dann weiter nach Bad Breisig, ihrem Wohnort. Am 22. März 1983 trifft Abdullah Jakopoulou hier seine Tochter. Er bietet ihr an, sie mit seinem Auto nach Bad Breisig zu fahren. Auf dem Rücksitz des Autos liegt ein Hammer. Um 18.30 Uhr, glaube ich, hatte ich sie ins Auto genommen und wir waren losgefahren. Meine einzige Absicht war, Perihan zu verheiraten. Ohne Gewalt, ohne Zwang, nur durch Überzeugung. Als wir so fuhren, sagte ich, schau, meine Tochter, ich kann nicht mehr in die Türkei fahren, weil du nicht verheiratet bist. Wenn Schuhe neu sind, finden sie Käufer. Wenn eine Frau jung ist, will jeder sie haben. Wird sie älter, schaut sie keiner mehr an. Denk doch auch mal an mich. Die Tochter meines älteren Bruders, der in Koblenz wohnt, kam vom Urlaub aus der Türkei zurück. Onkel, Onkel, sagte sie zu mir, weißt du, was man sich in der Türkei über die Perian erzählt? Nein, was? Dass sie sich als Nutte mit Deutschen herumtreibt. Auch das erzählte ich Perian, aber es interessierte sie überhaupt nicht. Vater, sagte sie nur, ich heirate nicht. Der Streit begann. Vor der Abfahrt von der B9 nach Brohl leuchtete im Auto die rote Warnlampe auf. Ich fuhr auf den nächsten Parkplatz, stieg aus und öffnete die Motorhaube. Ein Kabel war los. Ich befestigte es und stieg wieder ins Auto. Der Streit ging weiter. Jetzt schrie Perian mich an, Vater, was redest du? Ich will nicht heiraten. In diesem Augenblick wusste ich nicht mehr, was ich tat und schlug ihr mit dieser Hand ins Gesicht. Sie ging auf mich los. Wir kämpften. Da muss Perian gestorben sein. Zwei Tage später findet die Polizei die Leiche Perihans in einer Grube im Garten des Hauses, in dem die Familie Jakopoulou wohnt. Die Untersuchung der Toten ergibt, dass Perian durch Erdrosseln und Hammerschläge auf den Kopf gestorben ist.
Die Grube, so die Richter ein Jahr später, sei von Jakupolu bereits ein Dreivierteljahr vor der Tat ausgehoben worden, um hier die Leiche seiner Tochter verstecken zu können. Heimtückisch und vorsätzlich habe er seine Tochter ermordet. Am 2. April 1984 verurteilt die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Koblenz Abdullah Jakupolu zu lebenslanger Freiheitsstrafe.